Ich werde über die Dinge sprechen, die wir bei uns in Smyrna gemacht haben. Smyrna ist natürlich eine kleine Insel, aber insgesamt geht es eben um Reduzierungsauswirkungen in diesem Gesamtvortrag. In Norwegen haben wir eine relativ große Windenergiebasis, die bereits existent ist. Nicht so viel, aber doch mehr als in vielen anderen Ländern in den Küstengebieten, in erster Linie entlang der norwegischen Küste. Hier auf der Karte sehen wir mit dem roten Pfeil, da sieht man Smøla, die Insel. Diese WEA, wo wir die größte Forschung gemacht haben, hat eine 2 bis 2,3 Megawatt Windturbine, ist aber auch eine Produktionsstätte für Windenergie, ja, hat aber auch einen Archipel, der eine Vielzahl von kleinen Inseln aufweist mit unglaublich vielen unterschiedlichen kleineren Inseln und eigentlich eher kleinen Felsinseln, die hier da sind. Und wir haben eine sehr, sehr große Anzahl von Seeadlern bei uns. Wir haben festgestellt, es gibt einige Arten, die aber von der Windenergieanlage betroffen werden. Vor allen Dingen zwei Arten. Das ist in der ersten Hinsicht erst einmal der Seeadler, wie ich schon gesagt habe, und dann auch das Weidenschneehuhn. Das hier ist eine kurze Auflistung unserer Forschung. Seit 2006 machen wir Forschung hier. In erster Linie bezieht sich das auf zwei groß angelegte Forschungsvorhaben. Das eine mit dem Namen Birdwind, wo es darum ging, dass wir versucht haben, den Konflikt und das Ausmaß des Konfliktes zu erkennen, dass es gibt zwischen Vögeln und Windenergieanlage. Und wir wollten natürlich vor allen Dingen auch sehen, was sind mögliche Lösungen für das bestehende Problem. Und deshalb haben wir versucht, eben auch zu testen, wie genau die Dinge sich entwickelt haben. Was wir festgestellt haben, vor allen Dingen in dem ersten Projekt, was also den Seeadler betrifft, ist, dass wir hier einige Verhaltensreaktionen und Muster gefunden haben, die besonders deutlich auch durch die normale Beobachtung, aber auch durch die reguläre technische Überwachung feststellbar waren. Wir haben festgestellt, dass etwa 40% Verdrängung stattfand im Bereich dieser WEA. Aber wenn man sich das Verhalten, vor allem das Flugverhalten dieser Vögel anschaut, dann war das so, dass dort eigentlich keine Verhaltensänderung festzustellen war. Wenn man sich das Flugverhalten außerhalb und in der Nähe dieser Windenergieanlage anschaute, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dass da eben kein Vermeidungsverhalten festzustellen war. Aber dann haben wir uns gleichzeitig noch angeschaut, wie viele Vögel tatsächlich mit einer Kollision aufwarten würden, beziehungsweise wo wir das Risiko einer Kollision sehen. Und dass wir dann auch sehen können, dass diese Vögel gute Fähigkeiten brauchen, um einer Kollision auszuweichen. Nun, also bei der Betrachtung des Kollisionsrisikos haben wir gesehen, das ist sehr saisonal und sehr spezifisch auf die WEA bezogen. Vor allen Dingen im Frühjahr, im späten Sommer, wo dann die Brutpaare beginnen und natürlich auch im späten Sommer, wo dann die Brut das Nest verlässt und dann natürlich auch das Territorium besonders geschützt werden muss in der Nähe der Nester. Hat natürlich etwas zu tun mit der Entfernung von und der Dichte von entsprechenden Nestern und hat auch etwas zu tun mit den Bedingungen des Grund und Bodens und wo die Reihenendturbinen sich befinden. Das hier kann natürlich auch eine Auswirkung im Großen haben. Wenn wir uns das anschauen und die Populationsebene das Ganze betrachten, da sehen wir Mortalität. Da gibt es bestimmte Arten, die eben wirklich Kollisionen haben. Das sind die lokalen Adler. Die sollten eigentlich die Situation kennen. Die sollten sich schon angepasst haben. Aber dann gibt es auch sogenannte naive Adler, die dann auch von der lokalen Adlerbevölkerung, von der Population getötet werden. Da haben wir dann DNA-Tests gemacht, ob die aus lokalen Nestern stammen, diese Jungvögel zum Beispiel. Und durch diese Untersuchung der Population haben wir auch gesehen, der reproduktive Erfolg dieser Vögel ist dann auch deutlich verringert gewesen, nachdem die Windanlage gebaut wurde. 26% im Verhältnis zu den Bereichen, die direkt um die WEA waren. Wir haben auch gesehen, innerhalb von 5 Kilometern war die Überlebensrate deutlich geringer und die Wachstumsrate war negativ innerhalb
von einem Kilometer um die WEA herum. Also lokal hatte die WEA doch eine deutlich negative Auswirkung. Wenn man das Ganze mal auf einen größeren Umkreis um diese Windanlagen, um die Windfarm sozusagen umsieht und die vielen Nester und um die, das Brutverhalten und so weiter, dann sieht man, dass diese Auswirkungen nicht so stark sind. Also diese Auswirkungen sehr negativ, aber auch sehr lokal sind. Was können wir daraus entnehmen? Wir haben zwar jetzt das Problem festgestellt, die Frage ist aber, wie wir es lösen können. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir solche Sachen uns mal anschauen. Was ist so die Mitigationshierarchie, wie wir das nennen, also die Reduzierungsmaßnahmen, die hängen natürlich immer mit bestimmten Entscheidungen zusammen. Eine Entscheidung wird hier im Nutzungsleben einer Windturbine gemacht, da muss man überlegen, ja, man versucht bestimmte Bereiche zu vermeiden, wo man überhaupt keine Windanlage bauen sollte. Aber wenn man schon einmal eine Windanlage gebaut hat, dann kann man natürlich das nicht mehr verhindern, dass es da ein Problem gibt. Man kann es nur versuchen zu reduzieren. Da geht es zum Beispiel um die tatsächliche Ausgestaltung der Windanlage. Dann natürlich, sobald der Bau abgeschlossen ist, kann man da auch nichts mehr dran ändern. Aber im Vorfeld wäre das natürlich möglich. Und vorzugsweise bringt man solche Möglichkeiten in der Konstruktionsphase oder auch schon in der Planungsphase ein, damit eben solche Betrachtungen von Anfang an berücksichtigt werden. Dann natürlich, wenn alles schon gebaut ist und einfach dasteht, dann kann man nur versuchen, die Auswirkungen, die man als negativ festgestellt hat, zu reduzieren über Überwachungsmaßnahmen und so weiter. Und natürlich dann im Betrieb der Windanlage müssen solche Maßnahmen weitergefahren. Und wenn eine solche Anlage wieder aus dem Betrieb genommen wird, dann muss man versuchen, die guten Bedingungen wieder herzustellen, die es vorher waren. Und wenn man dann wieder neue Windanlagen aufbaut, dann muss man versuchen, schon bei der ganzen Gestaltung einer neuen Windanlage die Probleme von Anfang an zu berücksichtigen. Also hier gibt es unterschiedliche Entscheidungsblöcke. Man beginnt also zunächst einmal mit der Vermeidung. Da haben wir das Tool entwickelt, das nennt man ConSite Wind Toolbox. ConSite heißt also konsensbasierte Lagerfindung. Das heißt, da versucht man festzustellen, was ist einfach die beste Stelle, an der man eine Windanlage aufbauen kann. Was ist der beste Standort? Also es ist Konsensstandort bezogen. Wenn man hier alle Kriterien identifizieren kann und sie alle zusammennimmt, dann kann man eine Art Konfliktkarte erstellen. Das haben wir auf der linken Seite gemacht, wo wir die Konfliktrisiken mit hoch und niedrig bezeichnet haben. Und dann versucht man natürlich, das wieder gegenzurechnen, sozusagen mit den potenziellen anderen Städten, die es auf dieser Karte in dieser Gegend eben gibt. Und dann versucht man, die optimalen Standorte zu finden. Und das ist hier in der Mitte. Da versucht man eben dann Standorte zu haben, wo es genügend Platz gibt für eine bestimmte Anzahl von Windturbinen. Wir reden ja von einem Windpark, den man hier entwickeln will. Wenn man das ausgewählt hat, die entsprechenden Standorte, dann kann man natürlich nicht nur sehen, wo sind denn diese guten Standorte hier. Da sieht man diese drei Sterne. Das sind wirklich die Standorte, die im Moment im Bau sich befinden. Also da kann man sehen, unser Modell kann wirklich gute Standorte identifizieren. Die hätten vielleicht auch ohnehin man entwickelt, aber es wird dadurch deutlich transparenter. Wenn man jetzt die spezifischen Standorte der unterschiedlichen WEAs anschaut und eine Liste erstellt über die verschiedenen Kriterien und die Konfliktniveaus, dann kann man sagen, ist das denn akzeptabel? Also so und so viele Konflikte gibt es. Ist es akzeptabel? Ist es nicht akzeptabel? Wenn es diese Konflikte gibt, kann ich die verhindern? Kann ich da lokal etwas reduzieren? Welche Reduzierungsmaßnahmen kann ich hier treffen? Das kann uns natürlich alles dabei helfen, die richtigen Standorte auszuwählen. Nun, sobald man sich also für eine Gegend, für einen Standort entschieden hat, was kommt als nächstes? Wir haben hier natürlich auch versucht, die Mikrostandorte für diese Windmühlen festzustellen. Denn da geht es um unterschiedlichste Möglichkeiten. Hier werden also Aufflüsse von Wind, also das heißt, da schauen wir, wie entwickelt sich das Windverhalten. Gibt es zum Beispiel Druck, der sich entwickelt in Bodennähe und der Wind
als Aufwind dann in die Höhe geht. Und wir haben also unterschiedliche Tools entwickelt, um den Aufwind zu berücksichtigen. Denn gerade bei Windturbinen ist das natürlich wichtig. Wir wollten das Ganze aber dann auch kartieren für die gesamte Gegend. Und deshalb haben wir ein Tool gebaut, von dem wir sagen, wir sollen also Aufwinde, Steigungsstrom praktisch entsprechend beurteilen. Überall, wo wir ein Standortinteresse haben und wo man dann sieht, welche Spezies es gibt. Das kann man dann in der Karte ganz genau feststellen. Habe ich da viel Aufwind? Ja oder nein? Und wenn es viel Aufwind gibt, habe ich eben auch ein erhöhtes Risiko. Hier haben wir das nochmal gemacht für die Insel Smøla, um die es ja ging. Die ist auf der linken Seite eingezeichnet. Hier gibt es nur sehr wenig Topografie und die holographische Darstellung der Aufwind ist natürlich hier gar kein Problem. Es gibt eben wenig Territorium und da gibt es auch nur sehr wenige thermische Aufwindbewegungen. Auf der Nachbarinsel Hitra, da sieht man hier lokal, gibt es durchaus Aufwindeffekte. Ist ein bisschen größere Insel. Also man sieht, da kann man unter Umständen dieses Aufwindproblem durchaus berücksichtigen, wenn es darum geht, einen Standort zu finden. Jetzt haben wir ja versucht, verschiedene WEAs zu bauen. Und was machen wir dann? Wir versuchen, Maßnahmen zur Reduzierung von Kollisionen zu finden. Eines ist schon sehr oft jetzt gefunden worden. Das war das praktische Überstreichen, um den Bewegungsschleiereffekt zu reduzieren. Das heißt, hier werden die Rotorblätter schwarz angestrichen, um diesen Bewegungsschleiereffekt zu verringern. Da werden die deutlich sichtbarer und die Kollisionsgeschwindigkeit wird auch vermeistert. Man darf nicht vergessen, dass bei der Spitze die Blattspitzen ziemlich schnell sich bewegen, bis zu 50 Stundenkilometer. Und dadurch werden sie eben nicht so klar erkennbar durch die Geschwindigkeit. Und man hat gesehen, wenn man sie schwarz anstreicht, dann ist dieser Bewegungsschleiereffekt eben deutlich verringert. Da muss man das natürlich noch genauer austesten. Und wir haben das versucht zu untersuchen. Wir haben Vogelverhalten uns angeschaut. Es gab kleinere Veränderungen. Also eindeutig gab es eine Auswirkung auf ihr Verhalten. Aber man hat das Kollisionsrisiko reduzieren können. Die Kollisionsraten sind um 71% zurückgegangen. Und natürlich hat diese Studie auch Restriktionen. Das ist eine sehr kleine Studie auf der Insel Smøla. Hat dort funktioniert, ist die Frage, kann das repliziert werden an anderen Standorten und wird es auch unter unterschiedlichen Bedingungen funktionieren? Die nächste Frage ist, wenn man die gesamten Turm einer solchen WEA anstreicht, also zumindest die unteren 10 Meter, die sind schwarz angestrichen worden, damit man sozusagen den Horizont erhöht. Das sieht dann einfach aus, ob man dann einen höheren Bereich in der Landschaft hat. Und auch das kann man dann also deutlich verbessern. Was wir dann hier gesehen haben, dass auch da wieder die Kollisionsrate für das Moorschneehuhn herunterging. 53%. Hat also eine deutliche Auswirkung gehabt. Besonders stark im Frühjahr und im Herbst. Aber man sollte sich auch etwas anderes ins Gedächtnis rufen, wenn man so etwas macht wie die rote Blätter anstreichen. Wir haben das natürlich gemacht, nachdem die WEA bereits in Betrieb war. Und das bedeutet, wir mussten also Leute haben, die mit diesen Aufzügen rauf und runter fuhren, die Rotorblätter entlang gingen. Das ist nicht gerade einfach. Und das hat sehr deutlich gemacht, wenn man das im Bau oder vor dem Bau machen könnte, dann wäre das deutlich leichter gewesen. Also das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben. Und natürlich ist auch ein Faktor, den man berücksichtigen sollte, dass diese visuellen Effekte von der Entfernung, hier haben wir auch ein paar Bilder, da sehen Sie, wie das aus der Entfernung aussieht. Ja, es ist deutlich sichtbarer. Wenn Leute sehr nah an einer solchen Windmühle wohnen, dann sehen die das vielleicht. Aber wenn man in weiter Entfernung ist, dann sieht man das gar nicht mehr. Und ich habe persönlich auch festgestellt, dass diese, wenn man die rote Blätter anstreicht, dass man das kaum sieht. Liegt auch ein bisschen an der Gestalt, an der Form, die die haben. Wenn man aber den Pylon selber anstreicht, dann sieht man das schon etwas mehr. Und da muss man natürlich entsprechende Ausnahmegenehmigungen überhaupt erst einmal einholen, um eben von diesem weiß-grauen Farbton abzuweichen. Da gibt es also unterschiedliche Behörden, die da ihre Genehmigung zugeben muss, dass man das schwarz anstreicht. Das sollte man auch bedenken. Wir haben auch die potenzielle Wirksamkeit des Einsatzes von UV-Lichtzaun, wie wir es genannt haben. Da sieht man, wir haben UV-Licht erst einmal getestet, um
Vögel von den Windturbinen fernzuhalten in bestimmten Perioden, wo eben die Sichtbarkeit besonders schlecht ist. Und wir haben das mit dem Radar überprüft und haben wir gesehen, dass es deutlich bei schlechten Sichtbarkeitsbedingungen zur Nacht, Morgendämmerung, Abenddämmerung, wir deutlich auch eine Auswirkung haben, 12-27% weniger Vogelaktivität als in den Nächten, wo wir dieses Licht, dieses UV-Licht nicht angehabt haben. Und die sind meistens 7 Meter höher geflogen. Aber so ein roter Blatt hat so doch eine ziemliche Länge, 40-50 Meter. Und 7 Meter, das reicht eigentlich schon. Man müsste unter Umständen, um wirklich etwas zu erreichen, viel stärkeres Licht haben. Aber man sollte dabei auch bedenken, nicht alle Arten können ultraviolettes Licht überhaupt erkennen. Das ist eine Frage, um welche Arten geht es dann, um ein UV-Licht tatsächlich erfolgreich einzusetzen. Und natürlich kommt noch die Frage hinzu, was ist die sichere Entfernung? Herr May, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie sich an die Zeitvorgabe halten, bitte? Ja, also ganz kurz, die Anpassung im Betrieb. Hier schauen wir uns also Reduktion gegen Produktion im Vergleich an und sehen, wie ist das Verhältnis. Was kann man also machen, um zu reduzieren, ohne die Produktion zu gefährden? Wichtig ist hier ein Kompensationspotenzial. Das kann ich ganz kurz machen. Wir brauchen hier erst einmal eine Übersicht der bestehenden Optionen, was kann man in der Zukunft machen. Wir müssen noch ein bisschen mehr lernen, dazu brauchen wir noch mehr Daten und dann natürlich müssen wir versuchen, umweltfreundlichere Konstruktionsweisen für die Zukunft von WEAs zu entwickeln. Aber wichtig ist auch, das haben wir festgestellt, wenn man solche Mitigationsstrategien fährt, dann ist das immer ein bisschen ein Drahtseilakt. Was will die Gesellschaft? Was ist die Technologie, die wir haben? Und wie sehr werden hier die Auswirkungen auf die Umwelt durch unsere Maßnahmen tatsächlich reduziert? Wenn man das in ein Gleichgewicht bringt, dann kann man versuchen, etwas zu entwickeln, was eine Art adaptives, integratives Design ermöglicht, dass man versucht, diese unterschiedlichen Interessen alle unter einen Hut zu bringen. Ja, und damit komme ich auch zum Ende. Herzlichen Dank.